Liebe Brüder und Schwestern im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und natürlich auch an alle nicht-muslimischen Zuschauer. Viel Spaß bei dem, was wir jetzt erzählen, inshallah. Wir reden ja über die islamische Hochzeit. Da habe ich ja schon einen Vortrag darüber gemacht in Düsseldorf. In dem Vortrag ging es mehr darum, um die Jugendlichen noch aufzufordern zu heiraten. Nun wollen wir in diesem, jetzt bei diesem Vortrag oder bei diesen Worten, die ich an euch wende, möchte ich einige andere Aspekte ansprechen. Vor allen Dingen, wie man seinen Partner auswählt, wie man das machen kann, weil das ist so eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird. Ich will als allererstes am Anfang noch mal kurz wiederholen die Gründe, warum man heiratet. Der erste Grund natürlich für die Heirat ist, dass man sich vor Zina schützt. Der Mensch ist mit einer natürlichen Veranlagung geboren, also nach dem anderen Geschlecht. Und das kann er in einer islamischen Ehe, kann er dies durchführen, halal genießen sozusagen, also auf erlaubte Art und Weise genießen. Also Schutz vor Zina. Und der Prophet SAW hat auch dazu aufgefordert, er sagt, ihr Ma'ashar al-Shabab, also er hat die Jugendlichen aufgefordert, die also einen härteren Drang danach haben, alaykum bil ba'ati, heiratet, ja. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِصَوْمٍ فَإِنَّ لَهُ وِجْهًا. Und wer das nicht kann, der soll fasten, denn das ist für ihn wie ein Schutz. Im selben Sinn, also schützt es natürlich auch den Blick, dass man die Blicke leichter senkt. Für denjenigen, der nicht verheiratet ist, der wird viel rumgucken. Wir wissen, dass also das Anschauen von einer Frau, die also nicht richtig gekleidet ist, das ist der, sagen die Gelehrten, der giftige Pfeil des Satans. Das kann einen schnell wegbringen vom richtigen Weg. Dann der nächste Punkt, was man damit hat, ist auch, also das waren zwei Punkte, Schutz vor Zina, zweiter Punkt, Blicke senken. Dann dritter Punkt, Hasanat. Man kriegt sogar, wenn man in die Ehe geht, mit der Absicht, sich vor Zina zu schützen, kriegt man sogar dafür, wenn man mit seiner Frau schläft, beziehungsweise andersrum, vice versa, kriegt man dafür sogar Hasanat, also gute, das ist sogar eine gute Tat für einen am jüngsten Tag. Wann? Wenn man mit der Nia in die Ehe reingeht, sich davor zu schützen. Nicht, wenn man einfach in die Ehe reingeht, ach ja, ich heirate, weil das den Nachbarn gut gefällt und den Eltern, sondern wenn man mit der Nia, mit der Absicht reingeht, sich vor Zina zu schützen. Der Prophet SAW hat dies einigen Sahaba berichtet. Da haben die Sahaba, radiallahu anhum, zu ihm gesagt, ja, Gesandter Allahs, es kommt zu einem von uns diese Begierde, diese Shahwa, und dann ist darin sogar noch Lohn für ihn zu bekommen. Daraufhin meinte der Prophet SAW, nehmt mal an, wenn er diese Begierde, die er in sich trägt, wenn er die im Verbotenen stillen würde, würde es keine Sünde für ihn sein. Und genauso ist es für ihn eine gute Tat, wenn er dies in der Halal-Sache macht. Also mit anderen Worten, der Allmächtige Gott Allah subhanahu wa ta'ala hat mit seiner Barmherzigkeit sogar uns, wenn wir den Weg suchen, das Halal, das Verboten zu vermeiden und das, was erlaubt ist, zu tun, hat er uns sogar darin Lohn gegeben. Jetzt, nächster Punkt ist, dass es das Praktizieren der Sunna ist. Denn es ist falsch, dass zum Beispiel jemand sagt, ich halte mich von der Heirat fern, um damit Gott zu dienen. Der Prophet, es kamen einmal drei Leute, der eine sagte, ich werde die ganze Nacht beten und nicht schlafen. Der andere sagte, ich werde fasten und werde das Fasten nicht brechen. Der andere sagte, ich werde keine Frauen heiraten. Daraufhin meint der Prophet, hat sie gescholten. Er hat gesagt, zu dem, der nicht betet, also er hat gesagt, sinngemäß, ich bete und ich schlafe. Und ich faste und ich breche das Fasten. Und ich heirate die Frauen. Ja, und dann wird auch gesagt, in diesem Zusammenhang, en-nikahu, also die Heirat, sunnati, ist meine Sunna. فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Und wer meine Sunna nicht befolgt, beziehungsweise nicht danach geht, der gehört nicht zu mir. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, er will nicht heiraten, um damit Gott zu dienen, also weil er sich diese Shahwa, diese Begierden zurückhält, auf diese Art und Weise sich damit quälen will, dann ist das eine verbotene Tat, dann ist das eine Bid'ah in der Religion, eine Erneuerung. Also das ist das Praktizieren der Sunna, das war der vierte Punkt, dann der fünfte Punkt, Vermehrung der Muslime. Denn der Prophet SAW sagte, تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Heiratet, denn ich will mit euch am jüngsten Tag die anderen Umma in ihrer Anzahl übertreffen. Ja, dass man also viele Kinder kriegen soll. Dann ist es auch sie, was viele Leute nicht wissen, dann noch, also das war der fünfte Punkt, der sechste Punkt, halal seine Begierde genießen, ja. Also man hat schon den diesseitigen Vorteil, dass man eine Sache, die der Mensch gerne hat, genießen kann auf eine erlaubte Art und Weise. Dann siebte Sache, ziyadan risk, dass ein zusätzliches Dazukommen im Vermögen ist das. Viele Leute sagen beispielsweise, ja nein, wenn ich zu viele Kinder habe, dann werde ich arm, das ist Quatsch.
Denn der Risk, das heißt das Vermögen und so weiter von deinem Kind, wird schon im Mutterbauch geschrieben und das wird mit zu dir kommen. Und Allah sagt auch im Koran, dass die sinngemäß, und er sagt auch, Prophet sagt auch im Hadith, dass diejenigen, also die heiraten, aus diesem Grund beispielsweise, um ihre Keuschheit zu bewahren, dass sie die Hilfe, mit der Hilfe von Allah rechnen können. Ja, dass es sogar Pflicht ist. Also Allah wird ihnen helfen. Dann die nächste Sache ist, dass man Ruhe findet. Bei seiner Frau beispielsweise. Das ist, was Allah im Koran sagt. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß. Und zu seinen Wundern gehört es, dass er von euch selber für euch Gattin erschaffen hat, dass ihr bei ihnen Ruhe findet und hat zwischen euch Liebe und Barmherzigkeit gelegt. Als allererstes, wenn wir diesen Vers betrachten, subhanallah, Allah sagt, das gehört zu seinen Wundern, zu seinen Zeichen, dass er für uns oder für die Menschen selber, dass er verschiedene Geschlechter geschaffen hat. Das ist eines seiner Zeichen, subhanallah. Und wenn man darüber mal nachdenkt, wie die Frau genau auf den Mann passt, subhanallah, wie der Mann bei der Frau Ruhe findet und wie die Frau bei dem Mann ihre Geborgenheit findet oder auch vice versa, also andersrum, subhanallah, sieht man wirklich, wie Mann und Frau füreinander geschaffen sind. In der westlichen Gesellschaft ist es leider mittlerweile oft so, dass man sieht, dass eigentlich Mann und Frau nicht als eine Harmonie dargestellt werden, sondern dass es so ist, als wenn die Frau mit dem Mann konkurrieren muss. Das heißt, die Frau, du bist doch eine Frau, du musst beweisen, dass du das, was der Mann kann, auch kann. Du musst beweisen, dass du besser bist. Du bist nicht nur billig hinter der Küche oder stehst nur in der Küche. Im Islam ist es ganz anders. Im Islam wird die Frau von vornherein respektiert. Gerade wenn sie in der Küche steht, weil diese Aufgabe wird respektiert, ist eine große Sache. Wir wissen als Männer, dass es viel Geduld dazu gehört, sich um die Kinder zu kümmern, dass viel Geduld dazu gehört, diese Erziehung zu übernehmen, die Kinder zu stillen und so weiter. Und deswegen, das ist eine der, in diesem Vers, da werden eigentlich einige Grundprobleme in der Auseinandersetzung bzw. in der Diskussion mit Vertretern, sage ich mal, des westlichen Systems werden dort deutlich. Weil der Westler kommt zu einem und sagt, ey, wartet mal, im Islam hat die Frau gar keine Bedeutung, weil im Islam ist die Frau ja in der Küche. Also hat die Frau keine Bedeutung. Nein, das ist andersrum. Bei euch hat die Frau keine Bedeutung, wenn sie in der Küche ist. Und deswegen denkt ihr, bei uns hätte die Frau keine Bedeutung, wenn sie in der Küche ist. Aber das ist falsch. Bei uns ist die Frau ein geehrtes Wesen, ein geehrtes Geschöpf, das Allah erschaffen hat, genau wie er den Mann erschaffen hat. Und in diesem Sinne, also ist die ganze Diskussion, der ganze Anfang der Diskussion ist schon falsch. Weil du schaust aus der Westler beispielsweise, sage ich jetzt mal, der schaut aus seiner Perspektive die islamische Frau an und sagt, ach, der geht's ja schlecht. Weil er selber, oder sie, wenn es eine Frau ist, weil sie sich selber minderwertig empfindet, wenn sie nicht Karriere anstrebt. Weil das ist das, was den Menschen hier eingeflüstert worden ist. Du als Frau musst auch Karriere machen. Und dann sehen wir die ganzen Probleme, die in der Gesellschaft entstehen, soziologische Probleme beispielsweise, was ja bewiesen ist, dass beispielsweise die Kinder jemanden brauchen zu Hause, dass immer weniger Kinder kommen, man sieht, man sagt, Deutschen werden aussterben, also es gibt immer weniger Kinder, ist klar, weil man hat keine Zeit mehr dazu, weil die Selbstverwirklichung ist angesagt und dass die Menschen damit glücklicher sind, ist natürlich schwer zu bezweifeln. Dann in diesem Vers sagt er noch was anderes Wichtiges, dort sagt Allah, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً, also erstmal die Ruhe, ja, dann sagt er, Muaddata, er hat zwischen euch Liebe gelegt. Das heißt, die Liebe, die man hat, kommt ja von Allah. Ja? Viele Leute denken beispielsweise, wenn sie jemanden heiraten, sie müssen ihn sofort lieben. Das ist keine Bedingung, sondern Allah gibt dir die Liebe. Ja? Jetzt könnte natürlich jemand sagen, naja, okay, warum habe ich mich in den verliebt und ich darf ihn nicht heiraten oder so. Das ist eine Probe für dich, weil wir wissen, das Leben ist ein Leben voller Proben. Aber worauf wir vertrauen müssen ist, als allererstes, dass wenn wir wirklich etwas nach islamischem Sinne machen, dass das in jedem Fall gut für uns ist. Und die zweite Sache ist, was wir einfach wissen müssen, was einem vielleicht auch hilft,
mit Enttäuschung klarzukommen, wenn zum Beispiel eine Frau möchte einen Mann heiraten und der Mann sagt nachher nein. Sie ist vielleicht traurig oder andersrum, ja. Man muss ja wissen, diese Liebe, die in das Herz gelegt wird, das ist nicht etwas, was man messen kann. Zum Beispiel am Aussehen, am Geld oder so weiter. Das ist eine Sache, die von Allah kommt. Dann sagt er, Rahma und Barmherzigkeit hat er zwischen euch gelegt. Der nächste Nutzen davon ist natürlich von dem Vers, dass eine Ehe sollte eine Gemeinschaft sein, wo man sich liebevoll miteinander, liebevoll und Barmherzigkeit miteinander umgeht. So, das waren jetzt 11 Punkte insgesamt. Ruhe, Liebe, Barmherzigkeit haben wir jetzt noch genannt. Dann, die nächsten Punkte sind Schutz, Trost, Hülle, wunderbare Nähe und Geborgenheit. Und das kommt alles aus einem Vers, wo Allah, und das sind dann insgesamt 16 Punkte von Vorteilen der Hochzeit. Das habe ich ja schon vorher in dem Vortrag erwähnt. Ich wollte das nur noch mal kurz noch mal ansprechen. Das wird alles in einem ganz kurzen Vers kommen, diese Punkte. Schutz, Trost, Hülle, wunderbare Nähe und Geborgenheit. In dem Vers, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Sie, also die Frauen, sind ein Libas, ein Gewand für euch und ihr seid ein Gewand für sie. Was ist damit gemeint? Diese wunderbare Nähe. Wenn du ein Gewand anhast, das ist eine Sache, die sehr nah an dir liegt. Genauso soll der Mann und die Frau nah für einen sein. Wunderbare Nähe miteinander verspüren. Dann der nächste Sache ist der Schutz. Dieses Gewand schützt dich. Schützt dich vor, beispielsweise jetzt ganz banal, jetzt zum Beispiel die Frau, der Mann soll die Frau schützen, vor Angriffen beispielsweise und so weiter. Die Frau soll den Mann vor irgendwelchen Schanden und so weiter schützen, ja. Der Mann soll hinter der Frau stehen, die Frau soll hinter dem Mann stehen. Dann Trost, gibt dir Trost. Dann Hülle, es ist eine Hülle vor deinen Sünden und so weiter, ja. Man erzählt nicht draußen rum, was hat der Mann Schlechtes gemacht, was hat die Frau Schlechtes gemacht oder was sind dem Mann seine Schwächen. Man verbergt seine Schwächen voreinander. Und dann natürlich die Geborgenheit, die einem diese Ehe geben soll. So. Daran sehen wir, was wir jetzt aufgezählt haben, dass die Ehe diesseitigen und jenseitigen Nutzen hat. Diesseitigen Nutzen beispielsweise, dass man diese Halal, diese Begierde, die man hat, stillen kann auf halalem Weg, ist etwas, was dem Menschen Freude bereitet, ja, auf logische Art und Weise gesagt. Und natürlich im Endeffekt dann, dass man sich damit schützt und die Hälfte seiner Religion erfüllt. Weil der Prophet s.a.w. sagt, إِذَا تَزَوَّجُ الْعَبْدُ فَقَدْ إِسْتَكْمَلَ نِسْفَ دِينِهِ فَلْيَتَقِ لَهَا فِيمَا بَقِي. Wenn jemand heiratet, dann hat er die Hälfte seiner Religion erfüllt und soll Allah in der anderen Hälfte fürchten. Was ist damit gemeint? Der Prophet s.a.w. hat einen anderen Hadith gesagt, أَكْثَرُ مَا يُدْخُلُ النَّاسَ النَّارَ الْفَمُ وَالْفَرْشِ. Das, was die Menschen am meisten in die Hölle reinbringt, ist der Mund und die Geschlechtsteile. Weil damit die schweren Sünden begangen wird. Mit dem Mund beispielsweise, schlechte Sachen, wird vielleicht Unglaube geäußert. Mit den Geschlechtsteilen diese Sina-Sache. Eine große Verführung, eine große Verlockung für die Leute, hier große Sünde zu machen. Und gerade bei den Männern hier in dieser Gesellschaft, die sich Muslime nennen, wird das so locker genommen, dass man manchmal Angst hat, dass sie nicht diese Sache halal erklären und damit aus der Religion ausscheiden und für immer in die Hölle gehen. Sage ich, hat man Angst vor. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass die Kuffar sind, weil manche Leute, die wollen das gerne verdrehen. So, wenn man jetzt heiratet, dann hat man normalerweise schon El-Farj, also die Geschlechtsteile, geschützt, weil man damit dann auf dem Weg ist, dass man damit halt keine Sünde macht, sondern in eine Richtung lenkt, wo es halt halal erlaubt ist. Jetzt ist die Frage, ist die Heirat Pflicht? Ist es Pflicht für den Menschen zu heiraten? Ja? Hier müssen wir einige Verse richtig verstehen. Der Prophet sagt zum Beispiel hier, Tazawwaju, in dem einen Hadith, An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bis sunnati, falaysa minni tazawwaju. Tazawwaju heißt, heiratet. Die Heirat ist meine Sunna, und wer das nicht noch handelt, der gehört nicht zu mir. Tazawwaju, heiratet. So, jetzt ist die Frage, normalerweise, wenn wir in Fiqh, in dem Verständnis von den Regeln der Religion, etwas haben, wo ein Befehl kommt, dann ist dieser Befehl erstmal als Pflicht zu verstehen. Pflicht bedeutet, wenn du es machst, wirst du belohnt, wenn du es nicht machst, wirst du bestraft dafür. Jetzt kommt die andere Kategorie, die ist Mustahab. Mustahab bedeutet, wenn du es machst, wirst du belohnt, wenn du es nicht machst, wirst du nicht bestraft. Manchmal kann so ein normaler, ich wiederhole, wenn wir einen Befehl haben, wird er als allererstes als Pflicht angesehen, bis wir einen Beweis haben, der zeigt, dass es doch nicht Pflicht ist. Jetzt haben wir hier einen Befehl. Wie ist dieser Befehl zu verstehen?
heiratet, ist er als Wujub zu verstehen. Wir haben gesagt, wenn wir jetzt keinen Beweis haben, dass es nicht so als Pflicht gemeint ist, dann ist es als Pflicht gemeint. Dann haben wir aber Beweise dagegen. Dadurch zeigt das uns, dieser Befehl ist nicht als Pflicht gemeint. Zum Beispiel bei Bad ist Pflicht, weil wir haben nur den Befehl vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagt beispielsweise, in einem Hadith kommt einer von den Persern zu ihm, der hat den Schnurrbart lang und den Bart kurz. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, wer hat dir das befohlen? Er sagt, mein Herr. Daraufhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was meinen Herrn angeht, so hat er mir befohlen, den Bart lang wachsen zu lassen, hier kurz zu machen, den Schnurrbart. Subhanallah. Und jetzt haben wir keinen Beweis, der dagegen spricht, dass es nicht Pflicht ist. Von daher ist es Pflicht. Und das bei allen vier sunnitischen Madhahib. Das heißt, bei Abu Hanifa, bei Imam Shafi, bei Imam Malik und bei Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah. Jetzt, nur nachdem halt die ganzen islamischen Länder kolonisiert worden sind, ist das dann alles ein bisschen umgedreht worden und hat dann versucht, die Leute von der Religion zu entfernen mit dieser Sache, sodass man dann heute einige Leute sieht, die sagen, nee, ist keine Pflicht. Aber okay, warum? Weil wir sehen zum Beispiel, warum ist das jetzt als Pflicht aufzufassen? Wir haben keinen Beweis, der dagegen spricht und alle Sahaba hatten Bart. Jetzt gucken wir bei Heirat. Er sagt, heiratet. Jetzt, in diesem Moment, wo wir hören, heiratet, ist das Pflicht. Aber jetzt sehen wir zum Beispiel, dass einige Sahaba nicht geheiratet haben oder nicht heiraten konnten. Und der Prophet hat zu niemandem gesagt, er muss jetzt heiraten, sonst macht er sich sündig. Ja? Dann zum Beispiel haben wir, also das ist der erste Beweis, und dann im Koran, in Sure 4, Vers 3, dort steht, heiratet, was euch an Frauen gut scheint. Das heißt, wenn dir es gut scheint, da erkennt man ganz klar, dass hier nicht Pflicht mit gemeint ist. Ja? Jetzt, nächster Fall. Nächste Sache ist, wir sehen auch bei großen Gelehrten, obwohl die könnten sich ja theoretisch auch vertun, zum Beispiel Ibn Taymiyyah und Imam Nawawi, rahimahumallah, die haben beide nicht geheiratet, weil die hatten keine Zeit dazu gehabt, ja? So, also sagen wir, die Grundlage von der Heirat ist Mustahab. Mustahab bedeutet erwünscht, das heißt, wenn du es machst, wirst du belohnt, wenn du es nicht machst, wirst du nicht bestraft. Jetzt kann die Heirat, wir haben zum Beispiel verschiedene Dinge, können wir verschiedene Urteile haben. Zum Beispiel Zucker ist halal, ist erlaubt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen Diabetiker haben und er nimmt das Nutella-Glas und will das mit einem Löffel leer essen und der weiß, er wird dadurch Schaden erlangen, in diesem Moment ist es für ihn haram, das zu essen, in diesem besonderen Zustand. Deswegen können sich Sachen nach dieser Perspektive von ihrem Nutzen und Schaden ändern, zum Beispiel für eine bestimmte Person oder wenn man neue Erkenntnisse über eine Sache gewinnt, zum Beispiel Rauchen. Rauchen gab es nicht zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Heutzutage hört man viele Leute, die sagen, Rauchen ist makruh, das heißt unerwünscht. Das heißt, wenn du es machst, du wirst nicht dafür bestraft. Ja? Warum, auf was bauen die ihre Aussage? Die bauen ihre Aussage auf Gelehrte von vor 200, 300 Jahren, die gesagt haben, Rauchen ist makruh. Worauf haben die Gelehrten ihre Aussage gestützt? Die haben ihre Aussage, dass Rauchen makruh ist, gestützt, weil man davon schlecht riecht und so weiter. Heutzutage haben wir festgestellt, dass Rauchen, man braucht nur in die Gesundheits, jetzt zum Beispiel in Broschüren zu gucken, wo über Rauchen berichtet wird, dort steht drin, Rauchen ist Selbstmord auf Raten. Von daher, wir brauchen nur ins Krankenhaus zu gehen, wie viele Leute dadurch Lungenkrebs kriegen. Und es ist bewiesen mit moderner Medizin, dass Rauchen schädlich ist für die Gesundheit und sogar töten kann. Von daher ändert sich natürlich das Urteil, weil wir andere Erkenntnisse darüber haben. Der Prophet Sallam sagt, la darara wa la dira, sich nicht schädigen und keine anderen schädigen. Allah sagt im Koran, wa la taqtulu anfusakum, tötet euch nicht selber. Und von daher ist Rauchen ganz klar haram. Erstens, man schädigt seiner Gesundheit. Zweitens, man schadet der Gesundheit anderer. Drittens, man belästigt andere. Viertens, man riecht schlecht. Fünftens, das Geld, was du hast, Allah hat dich erschaffen, um ihm zu dienen. Und du nimmst das Geld und verschwendest das Geld für irgendwelche Sachen, die dir nichts bringen. Fünfte Sache, Verschwendung. Das nur mal kurz am Rande. Jetzt zu dieser Sache haben wir gesagt, nochmal um zurückzukommen, Heirat ist Mustahab. Das heißt, wenn du es machst, ist gut. Wenn du es nicht machst, ist es nicht haram. Wann kann heiraten für jemanden zur Pflicht werden? Wenn jemand Angst hat, dass er in Sina reinfällt, also dass er zum Beispiel unehelichen Geschlechtsverkehr macht,
In diesem Moment ist es für ihn Pflicht zu heiraten. Da kann er nicht, wenn er jemanden findet, den er heiraten kann, sagen, nee, ich heirate nicht. In diesem Moment wird es Pflicht. Das heißt, für den normalen Mensch, ja, der keine Angst hat, in den Sina reinzufallen, ist Mustahab. Aber für den Mensch, der Angst hat, in den Sina reinzufallen, also in unehelichen Geschlechtsverkehr, für den ist es Pflicht. Ja, dann kann heiraten auch Haram sein für jemanden. Ja, es kann zum Beispiel Haram sein, natürlich als allererstes die Kategorien, die man nicht heiraten darf, ja. Zum Beispiel Bruder oder so, Vater, aber das weiß ja sowieso jeder, das erübrigt sich ja die Diskussion. Aber es kann Haram sein beispielsweise, wenn zum Beispiel jemand weiß, dass er gewalttätig wird zu der Frau, jetzt beispielsweise ein Mann, und er hat sich aber selber unter Kontrolle, dass er keine Angst hat vor Sina. In diesem Fall ist es für ihn Haram zu heiraten. So, jetzt viele junge Menschen wollen heiraten. Meistens denke ich, die Frauen noch mehr als die Männer, weil bei den Männern leider, weil die Leute alle so möchtegern Muslime sind, ja, gerade die Leute, die hier rübergekommen sind, nicht alle, aber viele, dann wird das halt so toleriert, wenn der Sohn eine Freundin hat, aber der Tochter wird das ganz anders gesehen, was ja richtig ist. Aber richtig im vollen Umfang ist natürlich, wenn man sagt, die Tochter darf keinen Sina machen und der Sohn, weil da gibt es keinen Unterschied im Islam. Sowohl Sohn als auch Tochter müssen jungfräulich in die Ehe reingehen. Das ist ein ganz klarer Fall. Und deswegen sehen wir meistens, dass die Mädchen heiraten wollen. Also etwas mehr als die Jungs, habe ich zumindest den Eindruck. Und weil auch leider von vielen Eltern da mehr Steine in den Weg gelegt werden, die Jugendlichen glücklich zu machen, als geholfen wird in dieser Beziehung. So, jetzt als erstes, wenn du heiraten willst, was musst du als allererstes machen? So, du bist ein Mensch, du sagst, okay, ich bin 18 Jahre alt, ich will heiraten. Ich will mich schützen vor Sina. Ich will einen Mann haben oder ich will eine Frau haben, je nachdem, ja. So, was machst du als allererstes? Deine erste Adresse bei allem, was du machst, ist immer Allah. Die erste Adresse ist, du betest zu Allah. Du sagst zu Allah, Allah, bitte helfe mir. Nicht bitte. Also man soll immer fest sein bei seiner Dua. Ja, braucht man nicht bitte zu sagen, soll man nicht bitte sagen, sondern du sagst, Allah, helfe mir in dieser Sache. Allah, schenke mir einen guten Mann. Allah, schenke mir eine rechtschaffene Frau. Oh Allah, schenke mir eine rechtschaffene Frau. Mach mich mit dir glücklich bis zum Lebensende. Du machst Dua. Wann sind die besten Zeiten für Dua? Als allererstes, wenn du die Hände hebst. Zweitens, zwischen Adhan und Iqama. Denn der Prophet s.a.w. hat gesagt, inna ad-dua bayna al-adhani wal-iqamati la yurad. Das Bittgebet zwischen Adhan und Iqama wird nicht zurückgewiesen. Dann natürlich, am Freitag gibt es eine Stunde. Man sagt, die ist von Asr bis Maghrib, wenn man dort Dua macht, ja, dann natürlich im letzten Drittel der Nacht, dass man aufsteht und noch betet, ja. Und die besten Stellen sind, wie gesagt, dass man die Hände hebt, im Sujud, wenn man am Boden ist, denn der Prophet saß und sagt, da muss man also nicht nur sagen, Subhanarabbil Allah, Subhanarabbil Allah, Subhanarabbil Allah, sondern man sagt auch mal verschiedene Sachen, die kann man auch auf Deutsch, Chinesisch, Russisch sagen, ist egal. Man sagt zum Beispiel, oh Allah, helfe mir in dieser Sache, eine gute Frau zu finden, eine rechtschaffene Frau, mache den Weg leicht für mich und so weiter und so fort. Dann auch am Ende, wenn man den Finger hebt, bei der Dua, wenn man dann durchgeht, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wa al-mamat wa min sharri al-masih dajjal, bevor man dann den Taslim macht, ja, also nach dem Tahiyya, nach dem Salawat al-Ibrahim, dann kann man auch noch Dua machen, man schaut auf den Finger und sagt, oh Allah, gib mir dies und so weiter und so fort, ja, das ist der erste Schritt. Dann kann man direkt Salat al-Istikhara machen, das heißt, du machst zwei Rakats, dann machst du diese Dua, wir haben die auch auf der Internetseite geschrieben, bei Info, ja. Da kann man sich das angucken, man lernt das auswendig oder man kann es auch ablesen, ja, und dann setzt man diesen Punkt ein, den man haben will. Ja, kann man auch auf Deutsch machen, inshallah. Allah verspricht alle Sachen, verspricht, Allah versteht alle Sprachen. So, wenn man hier reingeht, also dann macht man die Salat al-Istikhara. Salat al-Istikhara hat nichts mit einem Traum zu tun, wie manche Leute denken, sondern du wirst in diese Richtung gelenkt. Es gibt Istikhara und Istikhara. Als allererstes, man macht Istikhara, das heißt Rat holen und dann Istikhara. Natürlich, du hast hier sowieso schon, du kannst direkt Salat Istikhara machen, kein Problem, wenn du heiraten willst. Weil du sagst ja übersetzt gesehen, oh Allah, ich bitte dich um das Gute, wenn diese Sache gut für mich ist, die Heirat, dann bestimme sie für mich und mach sie leicht für mich. Und wenn diese Sache schlecht für mich ist und für meine Religion und so weiter und so fort, dann wende mich ab davon und wende sie ab von mir. Und dann kannst du auf die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala zählen. So, was macht man als nächstes? Subhanallah, viele Leute wirklich,
Die stellen sich sowas von dämlich an, das ist unglaublich, ja. Also in der Jahiliyyah, die sind die Schlauesten, wie sie irgendwie eine Frau kennenlernen oder einen Mann kennenlernen. Die haben die besten Ideen. Und dann auf einmal, weil die zu viel Frau Dr. Sommer geguckt haben und zu viel, was weiß ich hier, Erika Berger, ja, sind die dann auf einmal, sind die wie, ach ja, wie soll ich jetzt eine Frau kennenlernen? Weil subhanallah, man hat nur den Weg kennengelernt und man hat so eine Gehirnwäsche bekommen. Zu Hause hat man nur so eine möchte-gern-wischiwaschi-Islam-Erziehung genossen, wo nichts von Tawakkul Allah, also auf Allah Vertrauen genannt wird. Und dann denkt man, ja, wie soll ich denn jetzt eine Frau finden? Wie soll ich denn jetzt einen Mann finden? Ja, ich kann ja gar nicht in die Disco gehen und ins Café gehen, mich da hinsetzen. Und da muss man sich ja vorher getroffen haben und vorher dies und das und A'udhu Billah was gemacht haben, damit ich auch weiß, dass das die richtige Frau für mein Leben ist. Subhanallah, was für ein Dalal ist das? Was für ein Schwach, Oberschwachsinn. Weil, wenn wir jetzt mal gucken, in Deutschland, die ganzen Ehen, jede zweite Ehe geht auseinander. Und dann schau dir mal an, wie die das praktiziert haben, wie die sich kennengelernt haben. Genau dort, wo du als Muslim jetzt deine Frau kennenlernen willst. In der Disco, im Café und da und da und da. Und da müssen wir erstmal 2 Jahre zusammen sein, ausgehen, uns kennenlernen. Ich muss ja wissen, wie die ist und so weiter und so fort. Und dann guck mal, was nachher passiert ist. Die sind 10 Jahre zusammen vor der Heirat, dann sind sie 1 Jahr verheiratet, geschieden. Und? Konntest du was garantieren? Nein. Weil Allah weiß, wie dieser Mensch nachher wird. Deswegen musst du Allah subhanahu wa ta'ala fragen mit deinem Salat al-Istikhara und musst das nach islamischem Maßstab machen. Also mit anderen Worten, du hast den Beweis schon vor dir. Guck mal nach links und rechts, dass dieses System nicht funktioniert. Also warum, wie kann man eigentlich so blöd sein und sich dann noch an diesem System festhalten? Also an diesem System kennenlernen, ausgehen, hin und her und dann kann man die Ehe garantieren. Und in dem Soziologiebuch, da kann man mal bei Weisheiten des Kopfes, bei Sina nachgucken, da steht drin, ganz klar, die rationalistische Annahme, dass diejenigen, die einen Partner längere Zeit testen, bevor sie ihn heiraten, eher eine Scheidung verhindern können, hat sich nicht bestätigt, sondern vielmehr wurde das Gegenteil bestätigt, dass diese Leute ein höheres Scheidungsrisiko haben. Warum? Warum? Frage. Weil der Segen von einer Ehe und der Segen von allem, was du machst, von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Und du musst nicht denken, du machst irgendwas gegen das System von Allah subhanahu wa ta'ala, was er für dich vorgeschrieben hat, also was er für dich zur Pflicht gemacht hat, und du wirst davon einen Nutzen haben. Du wirst auf die Nase fallen vom Allerfeinsten. Und das sehen wir um uns herum. Du, alle, subhanallah, ich kenne wirklich keine Ehe, persönlich, die nach islamischem Maßstab geheiratet haben, die nach islamischem Maßstab wirklich das richtig durchgezogen haben, wo beide wirklich Ikhlas hatten, inshallah, an dieser Sache, ja, also Aufrichtigkeit, wo das schiefgegangen ist. Subhanallah, woran liegt das? Woran liegt das? Ja, weil der Segen von Allah subhanahu wa ta'ala da ist. Jetzt sagt natürlich einer, ja, aber ich kenne meinen Freund hin und her, hat geheiratet und eine Woche später sind die geschieden. Ja, schau dir die Hochzeiten an. Schau dir die Hochzeit an, schau dir an, wie er die Frau ausgewählt hat, schau dir an, wie viel Mahar die bekommen hat, ja, wie viel Brautgabe die bekommen hat, schau dir an, wie verschwenderisch die bei der Hochzeit gewesen sind und wo es denen bei der Hochzeit drum gegangen ist, was das Ziel war. Subhanallah, ich habe gestern mit meiner Mutter darüber geredet und die hat mehr Verständnis für diese ganze Frage als die meisten Muslime. Die hat gesagt, boah, die ganzen Muslime, die nennen sich Muslime, dieses Moschee bauen, das ist doch nur Angeberei. Der eine will eine größere Moschee bauen als die andere. Und diese Hochzeiten feiern, die feiern alle nur Hochzeit. Damit die sagen können, ja, ich habe noch eine größere Hochzeit gefeiert. Und anstatt das Essen selber zu machen, muss man jetzt hier diesen, wie heißt er, Catering Service holen, der besonders teuer ist. Und dann gibt man dann insgesamt 30.000 Euro für die Hochzeit aus und eine Woche später sind die geschieden. Kein islamischer Maßstab bei der Partnerwahl, kein islamischer Maßstab bei der Feier, kein islamischer Maßstab bei irgendwas. Und dann sagen die, ja, wir haben doch auch islamisch geheiratet. Warum ist das auseinandergegangen? Islamisch geheiratet, hier auf dem Papier islamisch geheiratet. Das ist das Problem. Und da muss man sich nicht wundern, dass man immer mehr auf die Nase fällt. Aber das Problem ist auch, diese ganze Heuchelei bei den sogenannten Muslimen, wo nicht Allah der Maßstab ist, sondern was sagt der Nachbar? Das ist das große Problem. So, dann, du willst heiraten, was machst du jetzt? Ja, du gehst nicht in die Disco, weil in der Disco wirst du so keinen Mann finden, der vernünftig ist und auch keine Frau. Du gehst nicht in die Kneipe, den was weiß ich, trinken, weil da willst du auch keinen Mann finden. Du willst einen Mann haben, der dir treu ist.
Wenn jemand schon Allah nicht fürchtet, nicht betet, nicht fastet und so weiter, meinst du, der hätte Angst davor, dir fremd zu gehen in der Ehe? Nein. Meinst du, eine Frau, die du heiratest, die noch nicht mal Hijab trägt, wenn die irgendwann auf der Arbeit ist und der gefällt irgendein Mann gut, wenn die noch nicht mal in der Lage ist, ihren Kopf zu bedecken, meinst du, die ist fähig, dir ewig treu zu bleiben bis zu deinem Tod? Wenn die noch nicht mal ein Stück Stoff auf dem Kopf halten kann, wo wir wissen, dass diese Begierde zum Geschlechtsakt eine große Begierde ist, da kann es schnell passieren. Deswegen, da muss man schon gucken, wo findet man also die richtigen Leute. Das heißt als allererstes, und hier stellen sich die Leute so doof an, hör dich mal um. Hör dich mal um. Hast du Freundinnen? Hast du Freunde? Okay, frag deine Freunde mal. Du bist ein Mann, du hast viele Freunde. Haben die Schwestern? Haben die Mütter? Haben die irgendwas? Kennen die jemanden? Hast du keine Freunde, die sind verheiratet und die Frauen kennen Frauen? Und dann hörst du dich einfach mal um. Du sagst, pass auf, ich will heiraten, hin und her. Ich bin so und so alt, dies und das. Ich stelle mir das und das vor. Groß, klein, 1,75, 5, was weiß ich. Ja, klein, dick, dünn, egal was. Ich mache das und das. Ich habe die in die Vorstellung. So, und da sind garantiert Frauen, die heiraten wollen. Und dann hört die sich um für dich. Oder deine Schwester, die guckt bei ihren Freundinnen. Nur, und hier ist das große Problem, wirklich der Scheitan, Subhanallah, der Satan, ist in diese Gesellschaft reingekommen, um diese Hochzeit kaputt zu machen. Es ist unglaublich. Und er hat uns so verstockt gemacht und sowas von stur gemacht. Und keiner hilft dem anderen. Zum Beispiel der Vater. Ich kenne Leute, Subhanallah, die gehen seit 10 Jahren in die Moschee. Und die sind wirklich, also ich kenne ihre Sünde nicht, ich weiß, aber also zu 99,9%, dass die sind jetzt 30 Jahre alt, die haben noch nie eine Freundin in ihrem Leben gehabt, ja. Also dass die Sina gemacht haben, unehelichen Geschlechtsverkehr, ja. Meint ihr, da kommt mal irgendjemand von den älteren Leuten, die sich ja so religiös finden in der Moschee, zu dem Bruder und sagt, hör mal Bruder, du bist ein guter Bruder, MashaAllah, hin und her. Ich habe eine Tochter, hin und her. Ist da was dran verboten? Oh, das darf man doch nicht. Was für ein Maßstab hast du? Umar al-Khattab, radiallahu anhu, der ist mit seiner Tochter gegangen zu Uthman, zu Abu Bakr und hat die angeboten zu heiraten. Ist das verboten? Man kann doch mal nachfragen, oder? Vielleicht gibt es ja was. Weil man muss sich gegenseitig helfen. Allah sagt im Koran, ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Helft euch gegenseitig in Frömmigkeit und Gottesfurcht. Ja? Und nicht in Sünde und in Übertretung und Feindseligkeit. Subhanallah. Aber das ist halt das Problem, hier gibt es keine Hilfe. Oder der Bruder. Ich kenne jemanden, Subhanallah, der hat für seine Schwester einen Mann gefunden, Alhamdulillah, und die sind jetzt glücklich verheiratet. Weil die haben auch nach islamischem Maßstab geheiratet. Nicht groß, pompös. Weil, wenn du islamischen Maßstab willst, du willst eine Heirat haben, wo dein Ziel ist, Allahs Wohlgefallen zu erreichen, dann erreichst du Allahs Wohlgefallen. Aber wenn du das Wohlgefallen der Menschen erreichen willst, dass die sagen, oh, hast du gesehen, wie viel der ausgegeben hat, hat eine große Halle gemietet und 30.000 Euro ausgegeben, dann wirst du sowieso schon so viele Augen haben bei dir und da du selber nicht betest und selber keine richtigen Sachen machst und keine Adhkar morgen machst, wird dieses Auge wahrscheinlich auch treffen, ja? Und dann wirst du sowieso auf die Nase fallen. Subhanallah, deswegen, diese Leute haben die islamische Hochzeit richtig gefallen und die sind glücklich, Alhamdulillah, möge Allah die weiter glücklich machen. So, wo ist das Problem? Nirgendwo ist das Problem. Aber wir haben es nur mit Leuten zu tun, die anstatt jemandem zu helfen, zu heiraten und die Hälfte seiner die Religion zu erfüllen, die genau das Gegenteil machen. Da will jemand eine Frau heiraten, die Frauen fangen sofort an zu lästern. Nein, die ist so und so, die hat dies und das gemacht, fürchtet Allah. Fürchtet Allah, wer irgendetwas über eine Frau erzählt, ja, der erzählt zum Beispiel, diese Frau hat Zina gemacht. Wenn er mit 2 Zeugen ankommt, also sind zusammen 3 und sie haben keinen 4. Zeugen, sie werden Peitschenhiebe bekommen. Ja, deswegen, man muss Allah fürchten mit dem, was man erzählt und seine Zunge hüten, dass man über die Frauen das erzählt. Was hat die Frau gemacht, was hat die gemacht und was überhaupt nicht stimmt, wo man einfach nur lästern will. Man will einfach nur, oder dann kommt dann das Treffen, ja, zwischen Familienangehörigen. Der Sohn will die Tochter von Fulan heiraten, ja. Und dann kommt natürlich die ganze Familie mit, weißt du. Und dann hat die eine, oder Tante, oder Onkel, oder Cousine, ja, da ist dann irgendjemand in Buxtehude oder so, aus der Verwandtschaft, die soll der Sohn ja heiraten, dann fangen die Frauen an zu suchen. Oh, was könnte denn hier bei dieser Familie verkehrt sein? Und dann versuchen sie das dann tot zu quatschen. Anstatt die Leute zusammenbringen zu wollen, wollen die Leute auseinanderbringen.
Man muss sich natürlich nicht wundern, wenn man mit so einer schlechten Charaktereigenschaft am jüngsten Tag vor Allah, von Allah gefragt wird. Ja? So, also man hört sich erstmal um. Ja? Man gibt seine, also sein Profil an, man fragt, und man wird erstmal was hören. Ja, da ist eine Frau, so und so, die ist 200 Kilo schwer, 1,50 groß. Und sagt er, nee, dicke Frauen möchte ich nicht. So. Hat sich das schon erledigt? Ja, da ist noch eine andere Frau, aber die ist so und so, die ist, die hat schon 5 Kinder, die ist geschieden. Dann sagt er vielleicht, ja, nee, ich will keine Frau, die schon Kinder hat, ich möchte gerne eine andere Frau haben. Oder ich habe eine Frau aus dieser und dieser Nationalität. Obwohl das normalerweise kein Grund sein sollte, die Nationalität. Aber eben so hört man eben. Da braucht man nicht, sich mit irgendjemandem zu treffen. Man kriegt schon von vornherein mit, ist da etwas, was zu einem passt oder ist da etwas, was nicht zu einem passt. Oder man macht eine Bedingung. Ich möchte einen Mann haben, der deutscher Muslim geworden ist, konvertiert und der studiert. Weil ich brauche jemanden, der studiert, ich studiere selber und so weiter und so fort. Ich will einen Mann haben, der Islam studieren will. Ich will einen Mann haben, der dies und das macht. So und so. Ich will eine Frau. Ich will gerne eine schlanke Frau oder eine dicke Frau oder je nachdem. Ja, das ist eine normale Sache, die man fragen kann. Auch natürlich, die Frau kann auch sagen, ich hätte gerne einen Mann, ich bin 1,75 groß, ich hätte gerne einen Mann, der 1,85 groß ist, weil ich finde, das sieht blöd aus, wenn ich größer bin als der Mann. Oder das gefällt mir einfach nicht. Oder ich hätte gerne einen Mann, der kleiner ist, weil ich mag lieber einen kleinen Mann, den kann ich über den Kopf streicheln. Beispielsweise. Ja, also je nachdem, was da ist. Und da wird sich schon irgendjemand finden, dann macht man Dua zu Allah und Allah wird einem helfen, weil Allah sagt, der Prophet sagt, ثَلَاثَةٌ حَقٌ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ. Und einer davon, drei Leute haben das Recht, dass Allah ihnen hilft. Und einer davon ist النَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافُ, der heiraten will, um seine Keuschheit zu wahren. Das heißt, du hast ein Recht bei Allah darauf. Und darauf muss man vertrauen. Aber was machen die Leute? Anstatt auf Allah zu vertrauen, sagen die, nee, ich mache mich auf die eigene Suche, ich gehe jetzt mal in die Disco XY und dann mache ich mich mal da auf die Show. Vielleicht wird die Frau ja vernünftig. Und dann sehen wir das Ergebnis, was dann nachher rauskommt. So. Da muss man natürlich fragen, ist es überhaupt möglich, diese Frau zu heiraten? Kann zum Beispiel sein, dass die mit einem Milch verwandt ist oder so, ja, weil dann kann man die auch nicht heiraten. Oder dass man sagt, die ist schon verheiratet. Oder die will keinen heiraten, der so und so ist oder der aus dem und dem Land kommt, ja. Weil dann braucht man keinen Schritt weiter zu gehen. Wenn sich die Sache schon geklärt hat, hat sich die Sache geklärt. Und glaubt es mir, man wird auf jeden Fall was finden. Du hast so viele Freunde, du Mädchen hast so viele Freundinnen, du Junge hast so viele Freunde, so viele Bekannte, so viele Verwandte, die fragen können, es gibt so viele Frauen auf der Welt, subhanallah. So, dann, wie gesagt, man gibt seine eigene Vorstellung an, dick, dünn, studiert, Nationalität. Dann natürlich, erste Frage sowieso, was ich jedem Mann mit auf den Weg gebe. Ja? Es kommt natürlich immer auf die Religiosität des Mannes an. Erster Schritt, also drei Sachen, die ganz wichtig sind. Es gibt noch andere Sachen, die wichtig sind. Als erstes natürlich Muslimen sowieso. Das ist sowieso die wichtigste Sache überhaupt. Dann aber betet. Weil wenn nicht betet, ist sowieso kein Muslim. Ja, Imam Ahmed sagt, wenn ein Mann mit einer Frau verheiratet ist, die Frau hört auf zu beten, die sind geschieden. Wenn eine Frau mit einem Mann verheiratet ist und der Mann hört auf zu beten, die sind geschieden. Die dürfen nicht zusammenbleiben. Deswegen schaue, dass diese Frau und dieser Mann betet. Ansonsten kannst du vergessen. Schau nicht auf das Geld, schau erstmal darauf. Dann natürlich, zweite Sache bei der Frau, auf jeden Fall Hijab, dass die Kopftuch trägt. Und dann muss man gucken nach dem islamischen Maßstab. Und den sieht man ganz deutlich, weil viele, die werden schon mit dieser Krankheit aufgewachsen, von dieser verschwenderischen Hochzeit, wenn man sagt, ja, ich habe nicht viel Geld, ich will heiraten, um mich vor Sina zu schützen. Was hältst du davon? Wir machen nur eine Heirat in der Moschee, laden viele Leute ein und so weiter. An der Reaktion musst du schon sehen. Wenn die schon Tritra, Trullala, unbedingt das große Bohai machen will, schlechtes Zeichen. Dann, wenn du mit Hadith kommst, wenn du mit Koran kommst, zum Beispiel für Sachen, die verboten sind, dann musst du die Reaktion sehen. Ja, wie ist die Reaktion darauf, oder auch beim Mann jetzt, wenn du zum Beispiel zu dem Mann sagst, pass auf, Bad ist Pflicht. Ja, was sagt der? Ja, nee, da ist dies, das. Ja, du darfst die Augenbrauen nicht zupfen, denn im Sahih Bukhari steht, La'ana Allahu al-washimatu wal-mustawshimat, al-washimati wal-mustawshimati wal-namisati wal-mutanamisati. Dass eben Mas'ud sagt, Fluch Allahs auf denen, die sich tätowieren lassen und die tätowieren und sich tätowieren lassen und die Augenbrauen zupfen und von denen die Augenbrauen, die sich die Augenbrauen zupfen lassen.
Subhanallah, Fluch von Allah. Ja, aber ich habe letztens in Ikra gesehen. Ikra hast du gesehen? Hier, Hadith, Sahih al-Bukhari. Wo ist das Problem jetzt? Subhanallah. Und da sieht man schon, weil diese ganze Sache, die wir mit Islam haben, ist ein richtiger Schutz. Weil die meisten Streit nachher in der Familie, nachher in der Ehe passieren, wegen Sachen, weil die Leute keine Lösung haben. Ja? Wegen Kleinigkeiten kommt es zu den meisten Scheidungen. Jetzt nicht bei Muslimen, sondern auch bei Nicht-Muslimen. Ja, wer bringt den Müll runter, wer macht dies, wer macht das, wer hat dies, wer hat das, wer fährt in den Urlaub, wer fährt nicht in den Urlaub, wo fahren wir, was machen wir? Wenn du jemanden hast, der den islamischen Maßstab hat und du sagst ihm, pass auf, du hängst im Café rum, im Café läuft Musik, die spielen dort Karten, das ist kein Ort, wo du sein sollst, merkst schon vorher, ist er damit einverstanden oder nicht damit einverstanden. Das ist der islamische Maßstab. Wenn du eine Frau hast, du sagst ihr, pass auf, der Prophet Sassim hat gesagt, لَا تُشَارِكُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ فِي أَيَّدِهِمْ, nehmt nicht teil an den Festen von den Juden und den Christen, das heißt wie zum Beispiel Weihnachten und so weiter, dann wirst du nachher nicht das Problem haben, dass deine Frau einen Weihnachtsbaum aufstehen will bei Weihnachten, weil sie sagt, ach ja, unsere Kinder, die sind ja hier aufgewachsen, ist ja nur ein Geschenk und hin, aber das ist ja Haram hoch 10 im Islam, dass man bei den religiösen Festen da mitmacht, weil wir sind Muslime, wir sind keine Christen, keine Juden, ist nun mal so. So, und daran wirst du schon sehen, dass du diesen religiösen Maßstab auf die Probe stellst. So, dann natürlich, jetzt erstmal, was ist der nächste Weg? Jetzt bin ich gerade schon ein bisschen weiter gegangen. Erstmal haben wir gesagt, du fragst dich um, dann fragst du, okay, wir haben da eine Frau hin und her, wir haben da einen Mann, was ist dem sein Profil? Groß, klein, hin, her, was für eine Sprache und so weiter und so fort. Dann weißt du schon, ist das was? Ah, das passt nicht. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter. Dann sagen wir, okay, was machen wir jetzt? Sagen wir jetzt direkt, okay, wir treffen uns. Kann man machen, aber zu empfehlen ist es anders zu machen, weil viele Leute machen den Fehler. Also ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, manche Leute, subhanallah, die sagen, ja, da ist eine Frau, ne? Willst du die heiraten? Ja. Ja, super, ja klar. Ja, ich will heiraten. Ja gut, dann kommt mal zusammen, dann trefft ihr euch mal, ja. Hier, gehen wir direkt zum Vater hin und her, machen wir das direkt klar. Das ist totaler Quatsch, ist das. Man muss erst mal fragen, was hat die Frau für ein Profil, was hat der Mann für ein Profil. Ja, vielleicht kommt er dann da an, da sieht er die Frau und das passt schon von vornherein nicht. Ja, weil dieses nicht passt. Die sagt dann, nee, ich wollte eigentlich einen heiraten aus Syrien, aus meinem Dorf. Und der sagt ja, nee, ich wollte auch eine Frau heiraten aus Ägypten, aus meinem Dingsbums. Ich bin Student hier in Deutschland. Ich wollte danach wieder zurück in mein Heimatland nach Marokko gehen. Da wollte ich ja keine Tunesierin heiraten, die dann nach Tunesien gehen will. Ja, also das sind, obwohl nach Tunesien, glaube ich, will sowieso keiner gehen jetzt noch. So auf jeden Fall, so einfach sieht die Sache aus, ja. Deswegen man fragt erstmal, was ist das Profil? So, dann kann man sich eventuell treffen. Aber es ist noch eine Sache zu bevorzugen, was man vorher macht. Man weiß zum Beispiel, diese Frau studiert da und da. Diese Frau geht da und da zur Arbeit. Diese Frau so und so. Wohnt da und da. Dann ist es zu empfehlen, oder dieser Mann, dass man erstmal einen Blick wirft auf ihn. Dass man zum Beispiel, man weiß, die arbeitet zum Beispiel da und da oder geht da zur Schule hin und her. Dass man einfach mal dahin pfefft und einen heimlichen Blick wirft. In diesem Fall ist das erlaubt, in der Öffentlichkeit, ja, dass man einfach mal guckt. Weil es nützt nicht, dass man nachher, weil es ist ein sehr wichtiger Punkt nachher bei der Auswahl, ist auch das Aussehen. Weil wenn das Aussehen nicht stimmt, was heißt nicht stimmt? Das heißt jetzt nicht, die Frau muss die schönste Frau sein oder der Mann muss der schönste Mann sein. Aber es ist zum Beispiel so, dass einer sich überhaupt nicht vorstellen kann, mit dieser Frau eine Ehe zu führen, mit dieser Frau zusammen zu sein. Vom Aussehen her unattraktiv für ihn, für den anderen vielleicht attraktiv. Ja, also wenn jemand völlig unattraktiv für einen ist, ja, dann soll man es lieber lassen. Das heißt nicht, also, das heißt jetzt nicht, dass das jetzt das hauptprimäre Augenmerk sein soll. Aber wenn jemand schon von vornherein, man hat eine Abneigung, ja, gegen ihn oder sie, ja, dann kann man es vergessen. Und dann guckst du erstmal auf das Aussehen, bevor du in die Details von der Religion fragst, weil ansonsten weißt du, die ist religiös gut. Wenn die dir vom Aussehen nicht gefällt, du wirst sie trotzdem ablehnen, obwohl die Religion gut ist. Deswegen machst du einen heimlichen Blick. Das heißt natürlich nicht so, oh. Und hier muss man eine Sache ganz klar verstehen. Man guckt sich keine Frauen an. Allah sagt im Koran ganz deutlich, ja, dass die Männer und die Frauen, das sind Sure 24, 30 und 31, ihre Blicke senken sollen. Das heißt, man darf keine Frau angucken. Der Prophet sagt, dass der erste Blick für einen selber ist, der zweite Blick ist nicht mehr für einen selber. Sinngemäß, ja. Das, was heißt der erste Blick? Heißt der erste Blick, ach ja, ich gucke mal. Der erste Blick, ich habe ja nicht weggeguckt. Nein, der erste Blick heißt, du gehst irgendwo hin und siehst, die Frau guckst weg.
Zufälligerweise zum Beispiel, du kommst in ein Geschäft rein, du guckst da Kasse, du siehst eine Frau, du guckst direkt weg. Das ist der erste Blick. Nicht, ach ja, hoch, oh, wunderbar, oh, ist nicht schlecht. So. So natürlich auf keinen Fall. Ja. Und genauso für die Frau auch. Wie ist das jetzt bei der Frau? Auch soll den Mann nicht angucken. Bei der Frau ist es etwas gedämpft, die ganze Sache. Die hat es etwas leichter in der Sache. Der Mann muss sofort weggucken. Bei der Frau beispielsweise, wenn es um so Durus geht, da darf sie gucken, solange sie merkt, solange sie nicht irgendwie ein Gefühl entwickelt oder so. Jetzt so von Begierde oder so. Für diesen Mann, dann darf sie auch nicht gucken. Ja? So sieht die Sache aus. So, aber wie gesagt, muss die Frau auch weggucken. Jetzt soll er natürlich auch nicht hingehen. Da ist eine Gruppe von Frauen und da guckt er sich die ganzen Frauen mal an. Ach ja, vielleicht ist da auch eine bei, die man heiraten kann. Weil das ist verkehrt, weil da sind viele Frauen bei, die sind schon verheiratet. Das sind Frauen bei, die du gar nicht heiraten kannst, die gar nicht dein Profil haben. Du fragst erstmal nach dieser bestimmten Frau, dieses Profil, dann kannst du hingehen, guckst. So, wenn dir das was gefallen hat, dann kannst du zu den Eltern gehen. Ja? Dann gehst du zu den Eltern und hier fängst du dann an, mit diesen ganzen Fragen, diese ganzen Fragen zu stellen. Ja? Diesen islamischen Maßstab. Das Problem ist, die meisten Leute haben ja sowieso gar keinen islamischen Maßstab. Ja? Das ist ja sowieso schon mal klar. Jetzt die Frage hier noch, was man machen kann. Jetzt die Frage ist, was einige Leute stellen mit einem Bild. Wie ist es mit einem Bild geben? Als allererstes erstmal Fotos sowieso machen, ist sowieso haram. Nach den stärksten Aussagen dieser Sache. Warum? Also Fotos von Lebewesen, das heißt Menschen, Tiere, nicht pflanzliche Lebewesen, ja? Menschen und Tiere, haram. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, in einem authentischen Hadith, kullu musawwirin fi nar yuj'alahu bi kulli suratin sawaraha nafsun yu'adhabu bihi fi jahannam. Jeder, der ein Foto macht, beziehungsweise ein Bild macht, der wird für jedes Bild, was er gemacht hat, wird eine Nefs für ihn erschaffen werden, von der er im Jahannam bestraft wird. Ja? Jetzt diese Meinungsverschiedenheit ist halt einfach nur, ist das jetzt ein gemaltes Bild gemeint und ist ein Foto nicht mehr als ein festgehaltenes Spiegelbild? Ja? Weil manche sagen, ja, es ist nur ein festgehaltenes Spiegelbild und in den Spiegel schauen ist halal, ist erlaubt im Islam. Aber die stärkste Aussage eigentlich und die sicherste auch, wenn man auch diese Strafe hört, die da einem droht, A'udhu Billah, ja, dann muss man sagen, es ist kein Unterschied, ob ich mit einem Stift ein Bild herstelle oder ob ich es durch einen Knopfdruck produziere. Aber okay, nehmen wir die Sache mal auf Seite. Warum kann es in diesem Fall gut sein mit dem Bild vorher? Ja? In dem Fall, wenn man wirklich sicher ist, dass mit dem Bild kein Schindluder getrieben wird, ja? Du gibst das irgendeinem Mann und siehst der. Ja, in diesem Fall ist es auf jeden Fall nicht richtig. Aber wenn man zum Beispiel hat, ja, irgendwie eine Vertrauensperson oder sowas, ja? Wo man weiß, das wird nicht irgendwie durch die Gegend gezeigt, da wird nicht irgendwas gemacht und hin und her, ja? Und das wird nur dem Mann gezeigt, dann kann es einen Vorteil haben. Warum? Weil es ist immer schlecht für Frau und Mann, wenn man beispielsweise sich mit jemandem trifft schon, diese Chitba macht, wo der Vater und so sind, und dann auf einmal gefällt er einem nicht. Deswegen gebe ich auch den Tipp, dass man zuerst den Blick wirft, in der Öffentlichkeit oder so, ja? Weil das ist eine schlechte Sache für die Nefs, für dein Ego, ja? Zum Beispiel die Frau merkt dann, zum Beispiel, es gibt auch manche Leute, subhanallah, weißt du, die kommen rein und sehen die Frau, ach ja, nee, ich will dich doch nicht haben. Die Frau weiß direkt, das liegt am Aussehen, ja? Es ist etwas, was die Frau verletzt, auzubillah, taqila, ach ja? Oder auch, was den Mann verletzt, ja, die kommt rein, ach nee, auf dich habe ich doch keine Lust, ja? Hätte man sich jetzt vorher mal informiert, hätte man einfach gesagt, ohne irgendwie großartig zu reden, ja, nee, das, ich hab da jemand anders. Du lügst ja nicht, du meinst damit, ich habe da inshallah jemand anders, eine andere Frau. Oh, du weißt noch gar nicht wer, aber so auf diese Art und Weise. Man muss ja nicht sagen, ja nee, die Frau ist zu dick, oh, pff, die gefällt mir nicht. Oder der Mann, oh, der hat ja so eine Nase, oh, und der sieht ja aus, der hat ja nur Pickel im Gesicht. So, man redet nicht so über den Menschen. Ja? Man muss Respekt haben für den, der will heiraten, sie will heiraten. Und da muss man Respekt haben und nicht irgendwie dann reden, oh, boah, ist die hässlich oder boah, ist der hässlich oder so.
Das ist nicht richtig, das ist verboten, ja, so bei jemandem zu reden. Aber es ist eine natürliche Sache, dass jemand einem nicht gefällt, man schaut auf das Äußere, ist von vornherein die Sache schon gegessen. Da braucht man sich nicht noch zusammenzukommen. Jetzt, wenn man zusammenkommt, dann geht es halt um andere Sachen, ja, dann geht es halt um Detailfragen. Wie gesagt, als allererstes schaut man auf die Religion. Das Wichtigste ist die Religion und der Charakter. Denn der Prophet sagt, eine Frau wird für vier Sachen geheiratet. Ja, also eine von den vier. Erstens ihre Schönheit, zweitens ihre Abstammung, drittens ihr Vermögen, viertens ihre Religion. So nehme die mit der Religion, auf das du erfolgreich bist. Das heißt, die Religion ist der wichtigste Punkt. Und die Religion hat natürlich einen Einfluss auf den Charakter. Hier, was kann man hier für Fragen stellen? Wenn man in einer Ehe einen islamischen Maßstab hat, man hat diese ganzen Streitpunkte nicht. Wo fahren wir in Urlaub? Nach Mallorca oder nach Mekka? Dann sagt man automatisch ja nach Mekka, weil da können wir gute Hasanat machen, können wir gute Punkte haben. Ja, wo fahren wir in Urlaub? Fahren wir die Familie besuchen oder fahren wir irgendwo, was weiß ich, irgendwas anderes machen? Ja, normalerweise hätte man Streit gehabt, so sagt man sich ja, nein, Familie, das gehört mit zur Religion und so weiter und so fort. Man hat also dadurch, dass man islamischen Maßstab hat, diese ganzen Streitpunkte, durch die nachher also vielleicht sogar wodurch es nachher zur Scheidung kommt, hat man schon aus dem Weg geschaffen. Weil man sagt einfach, okay, was ist islamisch richtig? Danach wird entschieden. Ja? Also schön, erstmal die Religion und der Charakter. Also, und da kann man Fragen stellen, wie zum Beispiel mit der Ehe, wie zum Beispiel mit der Hochzeit und so weiter. Ich kenne viele Leute, die haben jetzt mit ihrer Frau, ja, haben die Probleme wegen dem Kopftuch. Ja? Ja, so und so, ich muss arbeiten, das muss man vorher klären. Ja, jetzt bist du mit der Frau verheiratet, ja, und jetzt beschwerst du dich auf einmal. Ja, regel das vorher, diese Sachen. Aber vorher, du siehst nur, oh, ich will heiraten und die sieht gut aus und hin. Aber da, solche Sachen müssen gestellt werden. Ja? Dann nächste Sache natürlich der Charaktereigenschaften. Das, was man gut findet, Ehrlichkeit, ja, liebevoll, ist sie ruhig, ist sie witzig. Je nachdem, was einem liegt, ja, man merkt ja vielleicht schon was. Dann natürlich die Schönheit ist eine wichtige Sache. Das heißt nicht, dass der Mann der Schönste sein muss oder die Frau die Schönste, aber es ist davon abzuraten, dass eine Frau sich zur Ehe zwingen lässt. Ja, die Frau darf sich nicht zur Ehe zwingen lassen, sie muss zur Moschee gehen, mit dem Imam reden, sie muss unbedingt da rausgehen. Wenn sie einen Mann überhaupt nicht heiraten will, ja, ich sage nochmal, es ist keine Bedingung, dass man jemanden liebt, um zu heiraten. Wenn man beispielsweise Angst hat vor Sina, ja, man sagt ja, okay, ich habe jetzt diese Frau, die kann ich heiraten, die gefällt mir ganz gut, ist okay, ein paar Sachen, vielleicht gibt es auch immer schöne Frauen, die mir besser gefallen, beispielsweise, ja, er heiratet die, Allah wird euch schon Liebe geben, ja, aber wenn man von vornherein schon Abneigung hat, dass man sagt, nee, da ist absolut von abzuraten, ja, dann der nächste Punkt, natürlich die Abstammung, was wir eben gesagt haben, das sind alles Punkte, die sind sekundär, wichtigst ist die Religion, ja, dann das Vermögen, die Frau hat natürlich das Recht zu gucken, ist der Mann reich, ja, dann. Aber hier muss ich natürlich eins zu sagen, diese ganze Abstammung, diese ganze Sache, die wollte ich eigentlich am liebsten gar nicht erwähnen. Weil wir müssen immer auch verstehen, in welcher Gesellschaft wir leben. Ja, wenn du jetzt irgendwo lebst, wo viele Leute von deiner, was weiß ich, von deinem Volk sind oder so, ja, und du willst gern den Eltern Gefallen machen und so weiter und so fort. Aber hier geht es um viel mehr. Wir wissen, wie viele männliche Jugendliche gerade in Sina reingefallen sind. Dadurch, dass durch die Eltern solche Bedingungen gestellt werden, uns den Menschen schwer gemacht wird zu heiraten. Und der Prophet sagt, إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْدُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيدٌ. Wenn jemand zu euch kommt, mit dessen Religion und Charakter ihr einverstanden seid, Religion und Charakter, er sagt hier nicht, die Schönheit, die Nase passt, vom selben Stamm, selbe Sprache, mit dessen Sprache oder mit dessen Geld, mit dem Kontonummer, mit dessen Konto ihr zufrieden seid, sondern er sagt, mit dessen Religion und dessen Charakter ihr zufrieden seid, dann verheiratet ihn. Also hindert deine Tochter nicht, ihn zu heiraten, ja, beziehungsweise den Sohn in diesem Sinne, sondern wenn du das nicht machst, dann werden Fitna und große Unruhen auf der Erde, große Zerstörung entstehen. Und das ist das, was wir sehen. Das ist das Ergebnis, subhanallah. Und die Leute machen sich sündig damit, die Eltern, das müssen die wissen. Und ihr könnt auch ruhig, ich weiß, viele Leute haben das Problem, ihr könnt dieses Kassett nochmal ruhig zu Hause vorspielen lassen. Und die machen einen großen Sulm, weil man muss verstehen, man lebt ja in einer Gesellschaft, wo Muslime sind, aus der Türkei und der andere ist aus Kurdistan, der andere aus Irak und der andere ist aus da und der andere aus Palästina, einer aus Ägypten, einer aus Marokko und einer aus Tunesien, von überall.
Und man trifft sich. Und die meisten Leute sind nicht Muslime hier in dieser Gesellschaft. Und es ist besser, dass deine Tochter jemanden heiratet. Ja, der ist von einer anderen Folge. Und so ist gar nichts gegen auszusetzen. Sondern du musst immer daran denken, dass du deine Tochter und deinen Sohn schützt, auch vor Sina. Und das ist halt eine wichtige Sache. Deswegen diese Abstammung ist ganz weit nach hinten zu schieben. Gerade hier in Deutschland. Weil wenn du das zur Bedingung machst, dann ist die Auswahl für deinen Sohn und für deine Tochter nur noch sehr klein. Natürlich in Marokko beispielsweise, wenn du in Marokko bist und sagst, ja, meine Tochter soll einen Marokkaner heiraten. Ja, wunderbar. Um sie herum ist ja nur die Auswahl 95% Marokkaner. Klar, kein Problem. Aber wenn du hier lebst, du hast so viele Leute, die Auswahl wird klein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, jemanden Passendes zu finden, der religiös ist, der anständig ist und so weiter, wird gering. Für Sohn und für Tochter. Ja? Deswegen, das ist hier ganz nach hinten zu schieben. Dann nächste Sache, Vermögen. Ja? Das Problem ist heutzutage, subhanallah, dass viele Frauen diese Sache so in den Vordergrund stellen. Und das hat der Scheitan so mit diesem Neid und mit diesem Streben, mit dieser Angeberei, ja, mit dieser Augendienerei so in die Herzen eingepflanzt. Da sagt die, ja, warte mal, meine Nachbarin, die hat so und so viel Mahar bekommen bei ihrer Ehe, dann möchte ich auch so und so viel Mahar bekommen. Und dann noch 500 Euro mehr. Und dadurch, was macht man da wieder? Die Auswahl wird klein. Und dadurch entsteht nachher diese Fitna, diese Verführung und diese Facette, diese Zerstörung auf dieser Erde, dass die Leute Sina machen. Weil der Junge sagt sich, ich kann ja gar nicht heiraten. Die sagen von mir, ich muss 30.000 Euro für die Hochzeit ausgeben. Wenn man das einem Käfer erzählt, wenn ich zum Beispiel meiner Mutter das erzähle, die sagt, boah, wie krank ist das eigentlich, die ganze Sache, ja? Wie die an die Sache rangehen. Dann, wie gesagt, wir haben ja hier schon diesen Vers erwähnt, mit dem, jetzt kommt natürlich die Frage, ach so, genau, dann Jungfräulichkeit, ja. Das ist auch wieder so eine Frage. Normalerweise, der Prophet hat das empfohlen, Jungfrauen zu heiraten, ja, das hat er empfohlen. Aber er selber hat nur eine Jungfrau geheiratet, alle anderen Frauen waren Witwen oder geschieden. Leider, in der Krankheit der Menschen ist es heute so, wenn eine Frau geschieden ist oder wenn eine Frau einen Fehler gemacht hat oder wenn eine Frau schon Kinder hat, das ist wie eine Schande für die Frau. Und was passiert dadurch? Diese Frau findet gar keinen mehr, den sie heiraten kann. Und hier natürlich ein Appell an die Männer. Ich kann dir empfehlen, solche Frauen zu heiraten, weil man kriegt vielleicht auch noch einen Ajr dafür, dass man diesen Frauen hilft. Weil halt es so extrem geworden ist in dieser Gesellschaft, dass eben diese Frauen gar nicht mehr geheiratet werden. Ja? So, dann Kinder kriegen. Natürlich, wenn man Kinder kriegen will, man schaut auch, ist die Frau eine Frau, die Kinder kriegen kann, ja? Oder hat die eine Krankheit? Solche Sachen dürfen auch nicht verschwiegen werden. Ja? Und man kann auch an der Familie oft sehen, wenn die Mutter zum Beispiel viele Kinder hat, dann ist meistens davon auszugehen, dass die Tochter auch fähig ist, viele Kinder zu bekommen. Ja? Dann diese liebevoll, dass die Frau liebevoll ist, beziehungsweise der Mann. Dann Lebensinteressen. Umso mehr man religiös ist, umso mehr guckt man auch, wie der andere religiös ist. Wenn einer Islam studieren will, will er gerne jemanden haben, vielleicht auch Islam studiert. Ja? Also man schaut sich diese Lebensinteressen an, die man hat, um da richtig nachzugehen. Und hier muss ich noch einen Tipp geben, bei dieser Befragung. Man muss ehrlich sein. Man muss ehrlich zueinander sein. Und nicht sich anlügen, weil man ist jetzt nicht mehr in der Jahiliya im Café, wo derjenige gewinnt, der am meisten lügt. Ja, ich bin so und so und hin und her und ich habe das und das. Geld, dies, da. Sondern hier gewinnt der, der Segen kriegt von Allah. Und Segen von Allah kriegt nur der, der ehrlich ist. Man kann auch mal fragen den Mann, was hast du für Schwächen? Was sind deine Charakterschwächen? Oder man fragt die Frau, was hast du für Schwächen? Dann sagt der Mann vielleicht, ja, ich bin notorischer Choleriker. Aber ich schlage keine Frauen nur so, ich bin manchmal wütend und so, ich brauche jemanden, der mich beruhigt. Sagt die Frau vielleicht, ja, okay, kein Problem. Und so, ja, weil die Ehe ist ja auch dazu da, dass man sich gegenseitig versteht und sich gegenseitig hilft, ja. Dann, was kann man sehen in dieser Zeit, wo man dann mit der Frau zusammensitzt, ja? Hier gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Madhahib, ja. Zum Beispiel Imam Shafi und Imam Malik sagen, nur die Hände und das Gesicht dürfen zu sehen sein, ansonsten muss die Frau Hijab tragen, aber man darf starren und mehrmals hingucken, ja. Nicht nur der erste Blick, sondern man darf richtig angucken. Das ist inshallah die sicherste Meinung, aber auch eine starke Meinung ist die von Ahmed ibn Hanbal, der sagt, das, was man normalerweise bei der Frau zu Hause sehen kann, also dass sie ihr Haar zeigen darf und ihren Hals und ihre Hände und so weiter, ja, Schienbeine und sowas, ja, dass sie das zeigen darf. Aber
Was man natürlich, was man, das hat alles seine Beweise, diese ganzen Sachen, ist eine Verstehensfrage, weil der Prophet sallam sagt ja, wenn jemand eine Khitba, also ein Zusammensetzen, also die Frau heiraten will, ja, dann ist es kein Schaden für ihn, wenn er die Frau anschaut. Und der Prophet sallam sagt, also wenn ein Mann eine Frau heiraten will, فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُو إِلَّا نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. Wenn er dann von ihr sehen kann, was ihn dazu einlädt, sie zu heiraten, dann soll er dies tun. Ja? In diesem Sinne ist natürlich dann etwas mehr, darf man etwas mehr sehen, ja? Aber nur in diesem Sinn, wenn man wirklich heiraten will. Ja? Ist das Pflicht, dann die Frau, die sagt zum Beispiel, okay, ich muss jetzt mein Haar zeigen? Sie kann natürlich auch sagen, nein, ich zeige nur Hände und Gesicht, das sowieso. Sie kann auch sagen, nee, ich bin in der Kabel, ich zeige ihnen gar nichts. Das ist eine Sache, die der Mann nutzen kann, aber die Frau ist nicht dazu verpflichtet, das zu machen. So sieht die Sache aus, dass man das weiß. Dann möchte ich natürlich in diesem Sinne noch etwas erwähnen, mit dem Blick senken. Ja, das ist ja in Sure 24, Vers 30 und 31. Ich möchte das mal kurz vorlesen, damit, weil das ist auch ein Problem, was viele Leute haben und viele Leute heute, die sich auch Gelehrte nennen, darüber gesprochen haben. Ja, hier steht ja dann 30 und 31, man soll die Blicke senken. Ja, weil der Blick, sagt man, ist der giftige Pfeil des Satans, sowohl für Männer und für Frauen. Wie gesagt, bei Frauen habe ich schon gesagt, ist die Sache etwas gedämpfter, ja, wie sie schauen können. Subhanallah, und die ganze Sache ist natürlich so, jetzt sieht man zum Beispiel heute, wenn der Blick schon nicht erlaubt ist, wie ist es mit Sachen, die heftiger sind als der Blick? Wie zum Beispiel Küssen links, Küssen rechts oder Hand geben. Das heißt, wenn der Blick verboten ist, dann ist natürlich das Recht verboten, die Frau zu berühren. Ist natürlich ganz klar. Genauso, wenn Allah im Koran sagt, du sollst zu deinen Eltern nicht Uff sagen, dann kommt ja auch keiner auf die Idee. Es sagt ja, okay, da steht, ich soll nicht Uff sagen, aber ich kann ja dann ruhig sagen, Esel oder was weiß ich. Natürlich, das kann man dann erst recht nicht sagen. Mein Tipp ist natürlich als allererstes, der Mann soll nur Gesicht und Hände gucken. Diese lockere Meinung beim Imam Ahmed. Ja, dass man auch Haare und Hals und so weiter sehen kann, ja. Da sollte man erstmal von Abstand nehmen. Also das, was normalerweise so wie die Frau zu Hause rumläuft, ja, wenn sie halt schamhaft ist, ja. Davon sollte man erstmal absehen. Man sollte erstmal die sichere Meinung nehmen. Außer bei Notwendigkeit, dass man eventuell dann diese Haare oder so sehen soll, wenn er wirklich mehr sehen will. Aber ich denke wirklich, dass das reicht. Und wie gesagt, Imam Schafi und Imam Malik sagen also, dass man nicht mehr sehen darf als das, als Gesicht und Hände, aber dass man es halt anstarren darf. Die Frau, was darf die vom Mann sehen? In diesem Fall alles, was zwischen, außer das, was zwischen Bauchnabel und Knie ist. Also in diesem Bereich, vom Bauchnabel bis Knie, da darf sie dann halt, da muss halt bedeckt sein. Aber ich kann mir ja kaum vorstellen, dass eine schamhafte muslimische Frau dann sagt, ja, ich würde gerne mal den Oberkörper sehen. Und so kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, nur weil ich wollte das nur mal erwähnen. Was macht man dann danach? Danach macht man wieder Salat al-Istikhara, oder kann man auch, man kann Salat al-Istikhara immer wiederholen, Dua zu Allah machen, wenn die Person einem gefällt. Und dann würde ich trotzdem noch empfehlen, dass man dann auch mal Fragen stellt. Ja, zum Beispiel fragt jemand, der diese Person kennt, über Ecken, wie ist diese Person charakterlich und so weiter und so fort. Und dann sollte man nicht mehr lange warten, wenn es dann klappt, also dass das alles passt und Allah gibt einem auch dieses Gefühl ins Herz, dass man wirklich Interesse hat, diese Person zu heiraten und so weiter. Dann sollte man wirklich nicht mehr lange warten, um zu heiraten und Allah um Segen bitten bei dieser ganzen Sache. Also wie gesagt, das sind die Punkte, die ich da erwähnen wollte. Und möge Allah den Leuten hier helfen, möge er ihnen helfen, einen guten, für die Frauen einen guten Ehemann zu finden, jeweils, und für die Männer eine gute Ehefrau zu finden. Und möge er die erwachsenen Leute, die den Jugendlichen Steine in den Weg legen, das Herz öffnen für das richtige Islamverständnis, das nicht nur nach Geld und nach Nationalität geordnet wird, denn das sind unislamische Maßstäbe. Denn wie gesagt, hat der Prophet sinngemäß gesagt, wenn jemand zu euch kommt mit dessen Religion und dessen Charakter zufrieden seid, dann verheiratet ihn. Und wenn ihr es nicht macht, dann werden auf der Erde große Zerstörungen und Fitna entstehen.
Daran muss man sich halten. Heute ist leider die erste Frage, was sagt der Nachbar? Ist der Nachbar zufrieden mit diesem Mann, den die Frau heiratet? Was verdient der? Anstatt zu fragen, betet dieser Mensch? Anstatt zu fragen, was macht dieser Mensch? Und dann heiratet die Frau diesen Mujrim und am ersten Tag sitzt er schon in der Spielhalle und ist das ganze Geld am Verjubeln und sitzt mit anderen Frauen rum. Deswegen, liebe Frauen, schaut auf die Religion und die Männer auch. Liebe Männer, liebe Brüder im Islam, schaut auf die Religion der Frau, ja. Dass es nicht irgendwie einfach jemand ist, die keinen islamischen Maßstab hat. Denn der Schlüssel zum Erfolg in diesem und jenseits ist, Allah gehorsam zu sein. Und nichts anderes. Und das sind halt, wie gesagt, die Worte, die ich mir ans Herz lege und euch ans Herz lege. Möge Allah uns Erfolg geben in all diesen Angelegenheiten. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.